Das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen Serbien und dem Kosovo wird durch einen Streit um die Kontrolle von zwei Grenzübergängen belastet. Die Regierung in Pristina hatte zu Wochenbeginn Spezialeinheiten zu den Übergängen im Norden geschickt. Bei Auseinandersetzungen mit der serbischen Minderheit war gestern ein albanischer Polizist getötet worden. Hintergrund des Konfliktes ist ein Zollstreit zwischen Belgrad und Pristina. Geschlossene Grenzübergänge, mehrere blockierte Straßen, immer wieder Schusswechsel zwischen serbischen Demonstranten und kosovarischer Polizei. Die zweite Nacht in Folge schwelt nun schon der Grenzstreit zwischen dem Kosovo und Serbien. Die Regierung des Kosovo hatte an die Nordgrenze des Landes Spezialeinheiten der Polizei geschickt. Sie sollten die Grenzübergänge Čarinče und Brinčak sichern. In der Region leben mehrheitlich Serben, die sich nicht dem Kosovo zugehörig fühlen und die Autorität der kosovarischen Regierung nicht anerkennen. Hintergrund der aktuellen Auseinandersetzung ist ein Streit um Zollstempel, die Serbien nicht akzeptieren will. Dadurch können Waren aus dem Kosovo nicht nach Serbien gelangen. Die Regierung des Kosovo hatte deshalb als Antwort ein Importverbot für serbische Waren verhängt. Der für das Kosovo zuständige serbische Minister forderte, dass die Lösung des Handelsstreits nicht auf Kosten der serbischen Minderheit im Kosovo gehen dürfe, die durch ein Importverbot von den Waren aus Serbien abgeschnitten sei. NATO und EU riefen nun beide Seiten zur Mäßigung auf. Der Oberbefehlshaber der internationalen KFOR-Schutztruppe, der deutsche General Bühler, versicherte, seine Soldaten würden keine Eskalation der Gewalt zulassen. Im Gespräch mit dem Ministerpräsidenten des Kosovo, Thaci, drängte er auf Zugeständnisse beider Seiten. Eine konkrete Lösung für das Grenzproblem aber ist nach wie vor nicht in Sicht.